Wie versprochen, gibt es halt wieder ein neues Video. Auch wenn sich die Anzahl der Zuschauer, nenne ich es jetzt mal, im Raum hält, beziehungsweise bis jetzt noch gar keiner anguckt hat. Ich glaube einer oder so maximal. Aber es ist egal, die Videos bleiben ja jahrelang wie die anderen in meinem YouTube-Kanal. Und können dann in 10 Jahren nochmal von mir oder von jemand anders angeguckt werden. Und deswegen werde ich weiterhin Videos machen. Ich habe etwas an der Videoqualität und der Mikrofonqualität geändert, dass die Dateien nicht mehr so groß werden. Dafür kann natürlich jetzt die Qualität noch schlechter sein. Weiß ich nicht, werde ich erst sehen, wenn ich das Video selber geguckt habe. So, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt hier im Random-Bereich der Verliese. Wir haben also hier die vier Aufgabe heute bekommen. Das sind die mit den Kringen. Das sind die Dungeons, die ich machen muss. Die roten, beziehungsweise lila Blasplan, die sind die stärkeren Dungeons. Obwohl da einige dabei sind, die für Level 45 sind. Das steht immer da, sieht ihr hier. Empfohlene Stufe 45. Wo hier empfohlene Stufe 50 ist und 3 Sterne. Und hierbei dann 6 Sterne. Kann man mal gut einsehen, ob man denn für die Instanzen überhaupt nicht zugelassen ist. Man kann auch mit Stufe 1 reingehen, aber dass man stark genug ist, um überhaupt zu bestehen. Und sollte man sich auch dran halten hier, weil nicht so schlimmer wie wenn man jetzt mit hier in den Nexus, wo eigentlich 6 Sterne sind, nur ein Stern drin sind, die haben natürlich meistens nicht so viel Angriffskraft, Verteidigung und das ist sinnlos, mit denen überhaupt in die Gruppe zu gehen. Weiß man vorher nicht, weil wenn man auf Random, auf Gruppensuche geht, dann sucht sich das automatisch 5 weitere Leute zusammen und dann sieht man erst, wer dann in der Gruppe ist. Man kann dann, wenn man den Dungeon betritt, die Gruppe verlassen und muss dann alles von vorne machen. Um denen zu entgehen, gibt es das hier auf der Seite, wo man posten kann, was man machen will. In Schlachtfeld, Verlies, 6 und 4 Spieler. Dann kann man also, wenn man das ausgesucht hat, kann man hier 6 Spieler nehmen, kann man das Verlies raussuchen, was man will. Und kann dazu schreiben noch, zum Beispiel, wie hier oben steht, 55 Angriff oder 500 Angriff, 45. Das sind nur die Leute, wo ich mitmachen, die auch stark genug sind für uns. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich will jetzt auch keine lila Mini machen, sondern ich nehme das eine blaue hier. Sieht man, ist Stufe 50, ein Stern. Also was Leichtes. Gehen wir auf Gruppensuche. Und da wird es dann ziemlich schnell noch ein paar Leute dazu finden. Solange das Spiel noch von möglichst vielen Spielern gespielt wird, ist es random eigentlich das schnellste in der Gruppe zu finden. Wenn man natürlich einer Fraktion oder noch besser einer Gilde angehört, kann man natürlich mit den Indies laufen, wie auch in anderen Rollenspielen auch. Da kennt man die Leute wenigstens auch und weiß, mit wem man es zu tun hat. Aber wie gesagt, für mich, da ich bloß die Tagesquest mache, suche ich mir halt die Random-Gruppen und meistens hat man Glück, dass dann welche dabei sind wie hier 11 Sterne und 10 Sterne. Da kann man fast davon ausgehen, dass die noch Angriffskraft haben, um das selbst sogar recht solo durchzumachen. So, hier sieht man nochmal, welche Klassen mit dabei sind. Es ist noch ein Paktierer dabei, Stufe 5. Und der Gruppenanführer hat jetzt schon Betreten gedrückt, weil 5 Leute reichen. Meistens wird doch einer danach noch gesucht, während man schon die Instanz anfängt. Man braucht eh nur die maximale Anzahl der Leute, vielleicht für einen Boss, wenn er doch viel stärker ist. Kommt immer auf die Gruppe drauf an. Natürlich sind 5 Level 1er nicht so stark wie 5 Level 10er oder so. Schon alleine durch die Klassen, auch Stufenaufwertung, sage ich mal, kriegt man ja Punkte dazu bei Angriff, Verteidigung und Durchdringung und was das alles für Mist gibt. Und das ist klar, dass es dann
Level 10 oder 10 mal stärker ist. Wo ich es lieber hier an der Indie hätte, wenn noch einer mitkäme, weil oft wird hier verkackt, weil die vergessen auf Poharan aufzupassen. Das ist der NPC, der hier mit rennt. Vizeadmiral Poharan oben in der Minikarte sieht man es, das Grüne. Und wenn die nämlich keine Lust mehr hat beim Boss, dann ist das Spiel auch gleich verloren und müssen dann nochmal von vorne anfangen. Wenn also nicht genug Power da ist. Zur Ini gibt es ja nichts zu sagen, wie gesagt, das ist wie in vielen anderen Inis bloß so ein normaler Schlauch, die einfach nur schnell durchzuspielen ist und wirklich nur für die Tagesquests gespielt werden sollte, kann, muss, braucht, darf, was auch immer. Das ist noch nicht der Boss, das ist nur am Anfang das Geplänkel, der macht uns jetzt hier das Feuer auf. Zurzeit sind wir nur zu viert in der Gruppe, so schön, das ist auch bei Random meistens so, dass immer irgendeiner sich zwar anmeldet in der Gruppe, aber der Gruppe dann überhaupt nicht beitritt. Und man kann die Leute aber auch nicht rauswerfen aus der Gruppe, nur wenn sie offline sind. Also muss man jetzt versuchen, zu viert, beziehungsweise es kommt da gerade rein, den Boss halt zu legen. Was so da bescheuert ist. Weil umso mehr Leute, umso schneller geht es auch. Das ist natürlich logisch. Das ist bei allen anderen Spielen auch so. So, ich muss aufpassen, dass ich nicht verrecke hier. Ich habe zwar einen Haufen Verteidigung, aber irgendwie ist doch nicht genug. Vielleicht muss ich noch ein bisschen anders skillen hier mit Blocken und was der Geier, was noch alles. So. Man könnte halt hier wieder das Drachenblut nehmen. Da kann man zweimal sterben, ohne dass was passiert, aber das nützt uns hier nichts, weil wenn, wie gesagt, Poran dann abhaut, sind wir tot, so und so. So. Jetzt hätte mal einer sagen können, es geht los, aber das hätte wäre wenn. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Jetzt kommt Poran an. Und hoffen wir mal, dass die Leute, die mitspielen, auch wissen, was sie machen müssen. Wenn ich sage mal, habe ich gestern schon mal gesagt bei in Video, dass man, wenn man genug Power hat, auf der Bossmechanik nicht aufpassen muss. Aber manchmal muss man schon zusehen, dass man wenigstens halbwegs weiß, was man tut. Hier zum Beispiel müssen wir eigentlich auch alle Ads wegmachen. Weil man kommt gar nicht an den Boss ran. Und ich denke auch fast so wie es aussieht, dass es gleich mit uns zu Ende geht, weil alle wieder auf den Boss nur gehen und sich niemand um die Ads kümmert. Und Poharan jetzt gleich die Mücke machen wird. Genau, in dem Moment habe ich es doch gesagt. So, und das ist Group Vibe. Aber auf mich hört ja keiner, vielleicht sehen die Leute dann das Video. Und wissen dann, aha, der Ullmann hat erzählt, dass man erst die Ads wegmachen soll und die auf Poharan aufpassen soll, bevor man da den Boss legt. Ich kann es ja mal hinschreiben, vielleicht wissen die es nicht. Aber gemein jetzt von mir. Ist immer so. Wenn die Leute nicht wissen, was sie machen, dann brauchen sie nicht mehr zu spielen. Man muss hier halt, wie gesagt, immer auf die NPCs aufpassen, wenn die keine Lebenspunkte mehr hat, dann kann man hier machen, was man will. Da haben wir verloren.
Da versuchen wir auch noch, und da versuchen wir dann auch mal, dass wir vielleicht noch mal in mal mehr kriegen würden, weil dann wäre das natürlich irgendwie besser. Kings Ocean haben wir auch, mal gucken mal. Was sie noch so vorhaben. Eigentlich sollte das Video nicht so lange gehen. Aber ja, wenn man random spielt, muss man mit allen rechnen. Kann sein, dass man in wenigen Sekunden durch hat. Und es kann auch sein, dass halt nur irgendwelche Leecher mit dabei sind hier, die nur auf andere verlassen haben. Denken, ja, die machen es schon. Und am Ende steht man dann dumm da. So, jetzt kommt dran hier, es ist halt einer noch beigetreten, nachdem ich gesagt haben, die sollen mal jemanden reinholen in der Gruppe. Muss ich ja alles selber machen. Und hoffen wir, dass der jetzt gleich noch reinkommt und auch uns genug Schaden bringt. Er ist ein Summoner, der kann sich um die Ads kümmern, die hier auftauchen. Und denke ich mal, wenn er denn mal käme, dass das gleich erledigt ist. Was ich nicht so richtig verstehe, ist zurzeit der Trend, der zu wenig hier Hitpoints geht. Da bis 44, gut 60 geht noch, NZP noch, aber 55 waren viele, die haben nur so wenig Hitpoints. Verstehe ich nicht. Man kann hier immer bei jedem gucken, Charakterinfo. Ja, Verteidigung 1000 Lebenspunkte, das ist noch viel. Da haben manche viel, viel weniger. Da frage ich mich, was die da pimpen. Weil nur kritisch und ausweichen und ist der Unmist. Gut, Genauigkeit, das weiß ich noch nicht genau. Ich glaube, Genauigkeit bringt mehr Angriff, aber wenn ich aber bei mir gucke, ich habe fast doppelte Verteidigung und viel mehr Lebenspunkte. Also verstehe ich nicht so richtig, weil Durchdringung habe ich auch ziemlich viel. Also denke ich sagen, dass es viel ist. Aber genug Verteidigung auch. Ich habe auch kritische Verteidigung, was viele auch nicht haben. Und nur auf Blocken und Ausweichen kann man nur kein Spiel gewinnen. Also da habe ich lieber mehr LP, ich weiß ganz genau, aha, die können eine Weile auf mich draufhauen, da habe ich keine Sorgen darum zu machen. Und ich kann selber auch austeilen. Als wenn ich jetzt hier im Busskampf hier noch zwei, drei Treffer am Boden liege, dann brauche ich ja auch keine großartige Angriffskraft. Also da nützt mir das alles nicht. So, jetzt aber los hier. Ein bisschen die Initiative ergreifen hier. Ey. Ich habe Silvesterkarten. So, jetzt macht aber ein bisschen mehr Schaden hier. Ich hatte, glaube ich, gelesen in einem meiner Videos, die ich gestern gemacht habe, ob ich immer so wenig FPS habe, das heißt die Frames pro Sekunde. Das liegt wirklich nur an meiner Leitung, aber ich sag mal, ich komme damit klar. Weil auch wenn es im YouTube ein bisschen laggt, im Spiel laggt es eigentlich fast gar nicht. Also da habe ich schon Spiele gehabt hier, da hat es viel mehr geleckt. Also die FPS machen es ja nicht. Ja. Der Arbeitsspaß vom Computer ist da, denke ich mal, wichtiger als die FPS hier, weil manche sagen so, ja, 140 FPS hier, da schaffe ich nie, da würde ich nie ein Spiel spielen und das ist der Geier was. Aber man sieht, es geht auch mit sehr wenig FPS. So. Jetzt haben wir es geschafft. Gott sei Dank. In solchen Dungeons kommt nur wenig an Loot raus, die tun meistens ablehnen. Aber was wir wollten, ist ja
die Tagesquest. Und sieht man dann oben, habe ich jetzt schon 2 von 4 Quests fertig. Brauche ich also noch 2 Dungeons zu machen. Und dann habe ich die Tagesquest fertig. Und 3 habe ich noch zur Auswahl. Kann ich mal die besten raussuchen. Gut. Innig verlassen geht mit Gruppe verlassen oder durch den komischen Wirbel hier. Dann war es das auch schon mit dem Video. Ging ein bisschen länger als gedacht. Wird bestimmt 1 Stunde oder 2 Stunden dauern zum Hochladen, aber ist egal. Soll ja auch nicht langweilig werden dann. Und es gibt ja bei YouTube die Funktion vorzuspulen oder sonst was, doppelte Geschwindigkeit, weiß der Geier was. Könnt ihr ja alles benutzen. Hauptsache, es guckt sich überhaupt jemand an und wie gesagt, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst, egal welchen, auch negative, könnt ihr mir immer schreiben. Gut. Bis dann eben.